Jo. So, dann fange ich einfach mal an. Herzlich willkommen, liebe Tauchen Digital Bühnen Talk Gäste und ein herzliches Willkommen an heute eine ganze Riege von Vertretern vom VDST. Da haben wir einmal, ich fange mal bei mir an, beziehungsweise der Höflichkeit halber natürlich bei Ann-Kathrin Berndt, bei Hagen Engelmann und bei Alexander Bruder. An dieser Stelle möchte ich euch ganz kurz bitten, vielleicht euch mal selbst vorzustellen. Ich würde sagen, Dame Vortritt. Ann-Kathrin, wer bist du? Was machst du? Genau, ich bin die Ann-Kathrin, ich bin im Landesverband Rheinland-Pfalz aktiv als stellvertretende Jugendleiterin und auch bei uns im Verein in Ingelheim bin ich Jugendleiterin und tauche jetzt auch schon seit 12 Jahren, tauche ich jetzt auch schon. Respekt, Respekt. Alex, wer bist du? Ja, ich bin Alexander Bruder, bin Vizepräsident für Verbandsentwicklung. Klingt jetzt sperrig, ist eigentlich für alles, was Öffentlichkeitsarbeit angeht und eben Entwicklung. Genau das, weswegen wir jetzt hier zusammensitzen. Tauche seit 1998, also auch schon ein bisschen länger. Bin auch Tauchlehrer, aber bestimmt nicht so gut wie Hagen. Genau, und da kommen wir auch schon zu Hagen. Hagen, zwei, drei Worte zu dir. Ja, hallo. Ja, Hagen Engelmann ist mein Name. Ich komme aus Rostock. Ich bin im VDST Ausbildungsleiter. Das heißt also, alles, was mit der Ausbildung von Tauchern in Zusammenhang steht, liegt in meinem Ressort, in meinem Fachbereich. Ja, Tauchen mache ich seit 1979. Bin schon viele Jahre Tauchlehrer und versuche den Fachbereich gemeinsam mit einem großen Stab an erfahrenen Tauchausbildern, ja, voranzubringen und weiterzuentwickeln. Dann danke erstmal für die Vorstellungsrunde. Kurze Anmerkung, Hagen, du tauchst schon so lange, wie ich auf der Welt bin. Muss man an der Stelle sagen, in welchem Alter hast du angefangen? Du siehst eigentlich nicht viel älter aus als ich. Wie Ja, machst du das? dann wäre ich schon vor der Geburt. Nein, natürlich nicht. Mit 14 habe ich im Verein Respekt, angefangen. Respekt. An dieser Stelle Respekt. Bevor wir uns noch weiter huldigen gegenseitig, würde ich mal sagen, ganz kurz noch für alle, die noch nie was mit dem VDST zu tun haben. VDST heißt Verband Deutscher Sporttaucher. Es ist tatsächlich der größte, ich glaube, Europa oder weltweit größte Tauchsportverband. Kann das sein? Korrigiert mich, wenn dem nicht so ist. Ja, also wir sind der größte ehrenamtliche, ideelle Tauchsportverband Deutschlands. Und auch einer der größten weltweit. Gut, das haben wir erstmal geklärt. Also ihr seid sehr, sehr groß, habt viele Mitglieder. Womit wir uns heute in der Talkrunde auseinandersetzen, klären wir gleich. Alex, lass uns doch einfach erstmal kurz gucken, was so der VDSD an Imagefilmen für uns bereithält. Meine Heimat, was das Tauchen angeht. Ja, der VDST ist meine sportliche Heimat, kann man sagen. Also der Verein bedeutet mir für meine Freizeit eigentlich alles. Zweite Familie. Der VDST ist mein Verband, in dem ich seit fast 40 Jahren tauche. Der VDST bedeutet für mich sicherlich nicht den Mittelpunkt meines Lebens, das wäre sicherlich zu pathetisch, aber auf alle Fälle den Mittelpunkt meiner gesamten taucherischen Tätigkeit. VDST ist die einzige Organisation, die Sporttreiben im Verein für das Tauchen organisiert. Die Vereine sind das Alleinstellungsmerkmal für den VDST. VDST, ich bin gut versichert in erster Linie. Der Verein ist für mich da. Achtbahnen schwimmen. Der VDST bedeutet für mich, dass wir mehr sind als nur Taucher, dass wir Training haben, dass wir Sport machen, Leistungssport unter anderem, dass wir eine Jugendorganisation haben. Das Alleinstellungsmerkmal für mich ist, dass wir viele
Experten haben, die ihr berufliches Know-how in das Hobbytauchen einbringen können. Beispiel unsere Mediziner, Beispiel auch die Sportwissenschaft, Beispiel auch im technischen Bereich natürlich gesehen, also was die Tauchtechnik anbelangt. Da sind wir Taktgeber für viele andere auch und vor allem für das Tauchen in Deutschland. Wenn wir genug Leute haben, wenn wir es schaffen, weiterhin viele Leute zu engagieren und zu involvieren, denke ich, werden wir uns weiterhin festigen können. Ist das ehrenamtliche Engagement ganz, ganz vieler und der hohe Einsatz für Sicherheit, für Ausbildungsqualität, die nur durch die ehrenamtliche Tätigkeit wirklich geleistet werden kann. Dann sage ich mal ganz spontanes Dankeschön. Jetzt sind so viele Stichworte und Punkte gefallen, was den VDST ausmachen, warum man im VDST Mitglied sein darf, soll, möchte. Erstmal von vornherein, jetzt haben wir auch natürlich viele Sportarten gesehen. Da wäre bei mir mal so ein bisschen Aufklärungsbedarf vorhanden, wie viele und welche Sportarten umfasst denn der VDST überhaupt? Also es gibt natürlich alle Sportarten, die unter Wasser stattfinden. Also der Schwimmverband ist quasi der Verband, der über Wasser schwimmt. Und sobald die den Kopf unter Wasser stecken, ist das nicht mehr Schwimmen, sondern Tauchen. Das heißt Flossenschwimmen, was mit Schnorchel stattfindet, ist im VDST angesiedelt und ist eine Leistungssportart. Wir haben aber auch Mannschaftssportarten wie Unterwasser-Rugby. Das war im Bild kurz zu sehen. Unterwasser-Hockey, auch eine sehr spannende Sportart. Und aber auch Orientierungstauchen, was dann ein bisschen näher am Sporttauchen dran ist, wo eben tatsächlich mit Gerät getaucht wird, aber es trotzdem eine Leistungssportart ist. Also so ein spannendes Potpourri von diversen Sportarten. Tatsächlich nimmt wahrscheinlich, also korrigiert mich in meiner Annahme, das Tauchen, der Tauchsport an sich, also das Tauchen, was wir jetzt als Tauchen meinen, das Scuba-Tauchen, wahrscheinlich den kleinsten Teil aller Segmente ein, oder ist das tatsächlich der größte? Ich glaube, das kann man nicht so vergleichen. Von den Mitgliederzahlen wird es der größte sein, weil die meisten Mitglieder gehen in einen Verein, um Gerätetauchen zu machen oder eben Apnoe-Tauchen. Aber einige entscheiden sich dann tatsächlich für den Leistungssportsektor und werden dann da auch erfolgreich. Und man kann bei uns auch bis zu den World Games kommen, wenn man sehr erfolgreich ist. Wenn man gut ist, genau. Jetzt lasst mich doch mal ganz provokant die Frage in den Raum stellen und werfen, warum sollte ich mich einem Verein anschließen und im Verein tauchen? Feuer frei. Ja, also ich denke mal zum einen, was auf jeden Fall den Verein ausmacht, oder die Vereinslandschaft, ist eben die Gemeinschaft. Also wir machen nicht nur im Training viel, wir haben jede Woche regelmäßiges Training zusammen. Ist also quasi auch noch so ein kleines Fitnessprogramm, all inclusive, alles dabei. Und man macht natürlich auch außerhalb des Wassers viele Aktivitäten. Man fährt zusammen an den See zum Tauchen, aber ein Verein macht ja auch mehr aus. Also wir haben auch Sommerfest und alles Mögliche. Wir feiern zusammen an Weihnachten im Wasser, immer eine Weihnachtsfeier. Und all diese vielen Dinge machen eigentlich einen Verein aus und eigentlich auch wie ein großer Freundeskreis. Und das ist im gesamten VDST eigentlich so. Also das Hagen, entschuldige, ich bin dir ins Wort gefallen. Das Spektrum im VDST ist einfach ein sehr breites. Ne? Das geht von Kindern mit 6 Jahren, die das erste Mal den Schnorchel in den Mund nehmen, geht das los. Und das kann man auch noch, sage ich mal, im hohen Alter mit, als Sportart durchführen, wenn man schon lange im Ruhestand ist. Das können ganz viele verschiedene Richtungen des Tauchsports durchgeführt werden, so wie wir das in den Filmen gesehen haben. Wettkampfsport, Unterwasserfotografie, die normale Tauchausbildung und auch da eigentlich alles, was es im Tauchen gibt, ne? Vom Tauchen im Meer, Tauchen in den einheimischen Seen, was ja auch gerade in der jetzigen Zeit eine unserer letzten Möglichkeiten ist. Also es ist vielfältig, es geht von kleinen Vereinen, große Vereine, gesamter Verband, wo gemeinsame Events stattfinden. Es könnte sich also jeder, der Interesse am Tauchen hat, bei uns irgendwo wiederfinden, sei es in einer kleinen Nische oder in der großen Masse der Sporttaucher. Hat der VDST, das ist jetzt eine Klischeesache, die ich jetzt stelle, die Frage, hat der VDST die gleichen Probleme, dass Vereinssport als antiquiert gilt und verliert ihr auch Mitglieder? Oder könnt ihr für euch sagen,
Das, was so andere Vereine durchmachen, das trifft uns eigentlich überhaupt gar nicht. Ich glaube, das ist auch regional unterschiedlich. Wer tauchen will, kommt ja um einen VDST-Verein nicht drum rum, also wenn er in einem Verein tauchen will. Aber insgesamt geht es dem Tauchsport in den letzten Jahren ja nicht, oder sagen wir so, der Tauchsport ist ja in den letzten Jahren eher etwas gesunken, der Umsatz auch in anderen Bereichen. Das haben natürlich auch die Vereine zu spüren bekommen. Aber ich würde jetzt nicht von dem großen Vereinssterben reden, sondern ich glaube, es gibt immer noch viele, die begeistert den Tauchsport ausüben wollen und dann in einen Verein kommen. Noch mal eine Frage an dich tatsächlich. Ab wann kann ich denn im VDST tauchen lernen? Gilt das wie für alle anderen Verbände, kommerziellen Verbände auch? Oder gibt es spezielle Prävetierungen oder spezielle Maßnahmen, wie ihr eure Kinder, euren Nachwuchs in den Verein reinbringt? Ja, also wir haben ja auch im Rahmen des VDST eine eigene Jugend, die selbstständig sich auch organisiert. Ne? Und hier kann man im Prinzip die ersten Erfahrungen beim Tauchen sammeln ab dem Alter von 6 Jahren. Hatte ich eben schon gesagt, wenn man den Schnorchel im Mund nimmt und eine Maske auf die Augen setzt und den Kopf ins Wasser steckt, dann kann es losgehen. Und da haben wir schon die ersten Privés, die Schnorchelabzeichen, Otter und Robbe, die man im Prinzip ab 6 Jahren absolvieren kann, wo man den richtigen Umgang mit Flosse, Maske und Schnorchel gezeigt kriegt und eben auch ein paar sicherheitsrelevante Dinge erläutert kriegt, dass man eben das auch genießen kann und gefahrfrei und sicher durchführen kann. Sowohl in der Halle, wo es sicherlich für die meisten gerade Kinder losgeht, als auch dann, wenn es später ins Freiwasser geht oder wenn das Wasser entsprechend warm ist, dann dass man natürlich auch im Freiwasser da die spannende Unterwasserwelt beobachten kann. Jetzt hast du gesagt, Schwimmbad ist für mich jetzt ein Stichwort, an dem ich mich mal aus Versehen jetzt ins nächste Thema reinhangle, was akut und aktuell ist. Wie sieht es denn gerade im VDST aus in Corona-Zeiten? Wie schwierig ist es denn hier überhaupt, ein Vereinsleben stattfinden zu lassen, beziehungsweise halt tatsächlich die Attraktivität des Vereins zu zeigen oder nach außen zu zeigen, indem man beispielsweise Schwimmbadzeiten zur Verfügung stellt oder zur Verfügung gestellt bekommt? Wie durchlebt der VDST gerade die Corona-Krise? Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt bei uns in den Verein gucke, ist es natürlich schwierig, ein normales Vereinsleben ist nicht möglich, weil es ist ja auch nicht möglich, sich zu treffen oder es findet auch gerade kein Schwimmbadtraining statt. Einige Vereine hatten das Glück, dass im Sommer Training stattfinden konnte, aber auch nicht alle und dann natürlich auch unter Auflagen. Aber also wir bei uns im Verein haben wir dann halt viel online gemacht. Ich meine, wir haben jetzt hier auch ein Online-Treffen. Wir haben zum Beispiel im ersten Lockdown mit den Kindern dann in der Zeit Mittwochabends, wo sonst Training gewesen wäre, online so ein bisschen Spielchen, ein bisschen allgemein über den See, wieder ein bisschen das Wissen aufgefrischt und halt immer so eine halbe Stunde, Stunde mit den Kindern immer in online was gemacht. Das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man sich trifft, aber wir probieren das Beste draus zu machen. Und jetzt, ich glaube, da kann Hagen bestimmt auch was zu sagen zu der Ausbildung. Wir machen bei uns jetzt auch viel über Skype, dass wir die Folien zeigen, die im Unterricht und dann dazu live was erzählen. Wir werden auch aus der Zukunft was mitnehmen, also wir werden auch in Zukunft das gemixt machen. Gerade also diese Vorträge sind natürlich auch von zu Hause ein bisschen angenehmer und auch für alle einfacher, wenn man dann auch in Zukunft vielleicht einige noch online macht und einige dann in Präsenz eben normal stattfinden lässt. Das ist jetzt sozusagen tatsächlich deine Funktion war Bundesjugendwartin, habe ich das richtig? Also ich bin stellvertretende Landesjugendwartin und halt bei uns im Verein, aber auch Tauchlehrer und Jugendwartin. Und als Jüngste hier in der Runde tatsächlich, ich gehe mal davon aus, dass du die Jüngste bist, ja. Als Jüngste in der Runde, was hat dich denn zum VDST gezogen? Also ich wurde damals als Kind, ich war eine totale Wasserratte und ich habe es im Wasser geliebt, aber wir waren auch damals im Schwimmverein und das war mir zu wenig. Ich war auch viel lieber unter Wasser und dann sind wir durch Zufall eben auf den Verein gestoßen, weil bei mir in der Klasse war jemand, der auch getaucht hat und daraufhin sind auch direkt mehrere mitgezogen. Also man hat auch im Training mehr Spiele gemacht mit den Flossen, das war total cool, es war einfach was Neues, was anderes. Man konnte ganz viel machen. Wir hatten dann auch mal so einen mit Salzwasser gefüllten Ball oder so. Und das war einfach sehr aufregend. Das hat sich auch in der Klasse direkt rumgesprochen. Es sind direkt einige mehr mit rein. Ich habe bis heute einen Großteil meines Freundeskreises eben auch aus der Zeit und auch vom Tauchen. Also fast alle tauchen tatsächlich, weil zusammen macht es am meisten Spaß. Das ist eigentlich das perfekte Abschlussmotto, aber wir sind noch lange nicht am Ende des Talks. Alex, was sagst du denn, das Angebot des Vereins, Was würdest du denn im Vordergrund stellen, was der VDST
bietet, was vielleicht andere Vereine nicht bieten können oder was der VDSC allgemein überhaupt einem Taucher bieten kann? Ich glaube, beim Tauchen ist eben der Vorteil in einem Verein, du hast unheimlich viele Dive Buddies und die ganze Gemeinschaft im Verein. Du musst dich nicht drum kümmern, wo kriege ich den nächsten Buddy für den nächsten Tauchgang her, sondern es findet immer was statt und du hast einfach unheimlich viele Leute, mit denen man tauchen gehen kann. Und ich muss auch sagen, ein großer Teil meiner Freunde kommt aus dem Verein und ist im Verein. Insofern ist das einfach eine große Gemeinschaft und das würde ich hochhalten. Mhm. Wir unterscheiden uns ja nicht von anderen Vereinen, sondern eben da höchstens in der Sportart. Und ich bin eben in den Verein gekommen, weil ich einfach, ich habe im Ausland im Urlaub tauchen gelernt, bei Privaten, und fand das so cool, dass ich das in Deutschland weitermachen wollte. Und dann war ich erst hier bei der örtlichen Tauchschule. Das kostet aber immer Geld. Das kostet recht viel Geld, weil die wollen ja für jeden Tauchgang ordentlich Geld haben. Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass es Vereine gibt. Und ja, sie sind angestaubt, aber man kann da viel günstiger tauchen, als wenn man das über die Tauchschule macht. Und irgendwann stört einem das angestaubt nicht mehr, sondern im Gegenteil, das macht richtig Spaß. Nicht das angestaubt. Was ist denn für euch, also tatsächlich, wenn das Klischee angestaubt schwebt ja immer im Raum rum, was ist denn das Angestaubte? Ich weiß nicht, ich kann es für mich nicht greifen. Ich bin tatsächlich in keinen festen Verein angeschlossen. Ich war mal früher im Schwimmsportverein, also komme eher aus der Richtung. Was ist denn für euch das Angestaubte? Oder was ist das? Wie definiert sich das Angestaubte? Also ich denke mal, es sind vor allem diese festen Strukturen natürlich, weil ein Verein muss organisiert sein. Es gibt auch rechtliche Sachen, auf die man achten muss, ob das jetzt im Vorstand der Etatplan ist und. Und das muss auch alles bei der Bank richtig gemeldet sein, die Gemeinnützigkeit und so. Und das schreckt vielleicht viele erstmal ab, aber Ehrenamt ist eben auch mehr und es kann eben auch viel Spaß machen. Und ich glaube gerade bei Leuten in meinem Alter hat man oft davon den Eindruck, ja, das machen eh nur die Großen, das machen eh nur die Erwachsenen. Und es ist aber gerade eigentlich im Umbruch, dass eben gerade viele neue, also in meinem Alter sage ich auch viele, das eigentlich mitgestalten wollen, weil es muss ja nicht verstaubt bleiben, wie eben Alexander schon gesagt hat. Da ist auch gerade, denke ich, also bei uns sehr viel im Umbruch und sehr viel Verjüngung auch und viel Neues. Wodurch kommt das? Entschuldigung, wodurch kommt das? Was denkst du? Also ich habe als Kind tauchen gelernt. Ich glaube, die Generation, wo wirklich die breite Masse, also viele Kinder tauchen lernen, die sind jetzt so in meinem Alter. Also ich bin mit 8 oder 9 dazugekommen ungefähr. Und das sind viele und die sind jetzt halt groß, die sind jetzt erwachsen und die wollen sich da jetzt auch einbringen. Wenn man das von klein auf kennt, im Verein zu sein, bei Veranstaltungen zu sein, vielleicht auch mal mitzuhelfen, gerade wenn man so ein bisschen älter wird, vielleicht auch halt beim Sommergrillen mal mit die Sachen einzukaufen oder beim Tauchtreff zu gucken, dass danach alle was zu essen haben oder auch mal eine Seeaufsicht führen später, wenn man groß ist. Und ich denke, dass so jetzt da Stück für Stück halt die Jugend reinwächst. Fragen? Du bist ja nun der Senior in der Runde. Wenn ich noch eine kleine Ergänzung machen kann zu der vorhergehenden Frage, ich denke, da ist viel Klischee dabei. Hm. Ne, weil Verein, da gibt es ja 1000 verschiedene in alle Richtungen. Das ist eben was, sage ich mal, typisch Deutsches. Und wichtig ist auch heute, dass man versucht, wirklich junge Leute mit reinzubeziehen. Wenn ein Verein irgendwann aufhört, Nachwuchs zu werben, zu begeistern, für welche Sache auch immer, ne, dann wird es verstaubt. Ne. Aber, und das sehe ich hier bei mir in meinem eigenen Verein hier in Rostock, wir haben immer junge Leute, wir machen ganz viele verschiedene Dinge von denen, die im VDSD gemacht werden, verschiedene Sportarten, Leistungssportarten, Tauchausbildung. Und da sind schon immer traditionell über den Leistungssport junge Leute. Und wenn man die mit einbindet, ne, auch in das normale Tauchen mit Gerät, dann auch in die Organisation oder in Vorstandsfunktion, dann ist da überhaupt nichts angestaubt. Dann muss man schon richtig Gas geben, um hinterherzukommen, weil junge Leute geben von sich aus Gas. Ne? Und ich glaub, das ist auch fast so viel, da kann man von angestaubt nicht reden. Ne? Und wenn man da wirklich dann mal die Nase reinsteckt, wird man das auch schnell erleben. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch was uns ausmacht, also was den VDST ausmacht, eben, dass es da viel Jugendarbeit gibt und dass da auch viel passiert. Ich weiß nicht, wie das in anderen großen Vereinen ist, aber ich denke, was Hagen eben sagt, ist eben, dadurch, dass es so vielseitig ist, auch über Leistungssport bis Gerätetauchen, ne, dass wir eben auch viel Jugend haben.
und die auch sehr aktiv ist und wir haben auch eine sehr große Jugend. Ja, jetzt meine nochmal, um das Urgestein des Tauchens hier in unserer Runde zurückzukommen, meine Frage an Hagen, war das schon immer so, dass die Jugendarbeit jetzt, also für mich kommt, also ich selbst kenne den VDSC eine ganze Weile jetzt schon in der Funktion, in der ich tätig bin. Mir kommt es tatsächlich so vor, wie Ann-Kathrin sagt, dass es so ein bisschen so einen Schub jetzt gab, die letzten 2, 3, 4 Jahre. Kommt uns das nur so vor oder ist es tatsächlich so, Hagen? Wie war die Vergangenheit im VDST? War da eher die Ruhe eingekehrt und jetzt kommt auf einmal die Jugend hinterher oder kommt uns das nur so vor? Na, ich glaube, das täuscht. Das kommt einem nur so vor. Sicherlich rutscht man ja zu verschiedenen Zeiten in verschiedene Schwerpunkte, ne? Also das ist in jedem Verband so. Aber die Jugendarbeit gehörte eigentlich schon sehr, sehr lange zum VDST. Ne? Ich bin Anfang der 90er Jahre ja zum VDST gekommen und da war schon immer die Jugend. Ne? Also da gab es schon die Bundesjugendtreffen, die auch bis heute noch jedes Jahr stattfinden, die ein tolles Event sind. Die gab es damals schon. Ne? Und sicherlich gibt es immer mal wieder andere Schwerpunkte, ne? Oder andere Bereiche, die gefördert werden oder was Neues, was dazukommt oder Dinge, die wegfallen. Aber die Jugend war eigentlich immer da und immer sehr aktiv. Ne? Sicherlich auch mit verschiedenen Akteuren über die Jahre hinweg. Aber das ist ja in allen Bereichen so. Ich glaube, der Eindruck täuscht ein bisschen. Guter Ansatz, beziehungsweise gut zu hören. Jetzt haben wir einmal die Basis, die tatsächlich wahrscheinlich die Jugend ausmacht, um dass ein Verein eine gewisse Struktur hat und behält. Jetzt gibt es natürlich auch solche, die, nehmen wir mal mich als bestes Beispiel in meinem Alter, in meinem gesetzten Alter. Ich komme jetzt zu Alex und sage, du, ja, ich meine, Geselligkeit ist einer der Vorteile. Was bringt es denn noch für Vorteile, wenn ich jetzt in den Verein eintrete, inklusive dem, dass das Training kostenlos ist? Ist es denn wirklich kostenlos in dem Sinn? Naja, man zahlt schon einen Vereinsbeitrag. Mhm. Der ist von Verein zu Verein unterschiedlich. Es gibt teure und es gibt günstige Vereine. Insgesamt ist es aber wahrscheinlich günstiger als bei den meisten Privaten, weil öffentlich gefördert, zumindest in einigen Bundesländern. Also wir in Bremen kriegen nichts, wir müssen uns komplett selber finanzieren. In einigen Bundesländern gibt es aber kostenlose Schwimmbadzeiten und dann kann der Verein das eben auch sehr günstig anbieten. Das ist das eine. Das andere ist dann eben auch, ich kann mich im Verein weiterbilden und dann bin ich wieder bei der Ausbildung. Und da unsere Ausbildung komplett ehrenamtlich stattfindet, haben wir eben auch nicht diesen kommerziellen Druck, wir müssen sehr schnell fertig werden mit der Ausbildung oder eben wir müssen mit dem Geld haushalten, was uns der Kunde gegeben hat und den Tauchlehrer bezahlen, sondern es dauert eben so lange, wie es dauert, bis die Leute das können. Und damit bin ich überzeugt, bieten wir eine qualitativ sehr viel bessere Ausbildung als andere. Mhm. Das ist natürlich jetzt erstmal eine vage Behauptung, aber ich bin davon überzeugt, dass das so ist. Meine nächste Frage wäre jetzt tatsächlich an Hagen gegangen und hätte ihn gefragt, natürlich ist mir schon klar, was du sagen musst als Ausbildungsleiter oder was du sagen solltest, aber jetzt eine persönliche Frage unter uns zwei, ist es denn wirklich so? Ist die Ausbildung im VDST besser als woanders? Naja, ich will es gar nicht so unbedingt mit anderen vergleichen. Ne? Jeder hat dann natürlich auch seine Schwerpunkte, die er setzt. Und kommerzielle Ausbildung hat sicherlich andere Schwerpunkte als wir als ideeller Verband. Ne? Aber unsere Stärken sind einfach, dass wir einen großen Pool an Ausbildern haben, die eine sehr gute Ausbildung durchlaufen haben. Und da unterscheiden wir uns doch ein bisschen von anderen nicht ideellen Verbänden. Bei uns geht die Ausbildung mit dem Trainerschein los. Ne? Trainer C ist eine staatliche Ausbildung, die staatlich anerkannt ist und eine Ausbildung des DOSB, wie in allen anderen Sportarten auch. Und da schaffen wir erstmal schon eine sehr solide Grundlage für spätere Ausbilder, Aus- und Weiterbildung. Ne? Und auf dieser Grundlage baut sich unser Ausbildungssystem auf. Die Tauchlehrer, die dann die Freiwasserausbildung machen, werden bei uns grundsätzlich zum Beispiel im Meer ausgebildet. Das ist längst nicht überall so. Ja, das ist natürlich finanziell auch aufwendig, wenn man da 10 Tage für ans Meer fahren muss, Theorie und alles an Voraussetzungen vorher erledigen muss, ist das nicht ohne. Ne? Und es ist in der Freizeit, das heißt also, man braucht Urlaub dafür.
Aber es bewahrheitet sich immer wieder und es zeigt sich auch immer wieder, dass das eine sehr gründliche Ausbildung ist, die eigentlich die Tauchausbilder in die Lage versetzt, eine gute Tauchausbildung dann auch in den Vereinen durchzuführen. Und unser Ziel ist es immer, die Ausbildung so durchzuführen, dass man in Deutschland gut und sicher tauchen kann. Denn es ist eben auch ein Unterschied, ob ich im Roten Meer bei 28 Grad Wassertemperatur in Badehose 10 Meter am Riff lang tauche oder hier bei uns im Steinbruch bei 4 Grad auf 30 Meter einen Tauchgang mache. Das sind ganz andere Anspruchsfaktoren, die da eine Rolle spielen. Aber unser Ziel ist es, unseren Tauchern, die ja doch in der Vielzahl auch in Deutschland tauchen, das Tauchen so beizubringen, dass sie hier sicher tauchen können. Und wer hier unter unseren Bedingungen sicher tauchen kann, in den von uns gesetzten Rahmenbedingungen, kann das natürlich auch in vielen, vielen anderen Gewässern auf der Welt. Der VDST, direkt die Frage im Anschluss an dich. Der VDST bildet alle Richtungen des Sporttauchens aus, beziehungsweise auch des technischen Tauchens, denke ich mal. Die ganze Range ist bei euch im Ausbildungsprogramm enthalten. Also bei uns ist wirklich sehr, sehr viel von den Möglichkeiten, die man als Taucher so erforschen kann, abgebildet. Über das normale Gerätetauchen hinaus ganz viel Apnoe-Tauchen, was wir sehr stark entwickelt haben seit über 20 Jahren. Unterwasserfotografie, alles, was so in Richtung Technik geht, also mit anderen Gasgemischen, Nitrox, Trimix-Tauchen. Wir haben auch ein Weiterbildungsseminar Grottentauchen. Was wir nicht haben, ist zum Beispiel das Höhlentauchen. Also Grottentauchen ist ja immer so eine Vorstufe. Da hat man immer noch Licht und Verbindung nach oben. Richtiges Höhlentauchen zum Beispiel haben wir in VDST nicht. Also das ist einer der wenigen Bereiche. Ansonsten kann man alles bei uns auch sicher und gut erlernen in unserer Ausbildung als Taucher und auch in vielen, vielen Zusatzkursen. Da zählen auch die ganzen Kurse, die im Bereich der Biologie mit zusammen im Zusammenhang stehen mit rein, Unterwasserbiologie, also Biologie, Meeresbiologie, Süßwasserbiologie, Unterwasserarchäologie, das sind alles so ganz spezielle Aus- und Weiterbildungen, die man bei uns belegen kann. Also es ist schon eine sehr, 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 sehr breite Palette an verschiedenen spezifischen Tauchausbildungen, die man bei uns erleben kann. Wo tatsächlich für jeden was dabei wäre. Ganz, ganz kurze Nachfrage nochmal, warum macht ihr einen Bogen um Höhlentauchen Ausbildung? Ja, ein Bogen nicht grundsätzlich, aber das ist ja doch sehr anspruchsvolle, weil auch ja nicht ganz ungefährliche Geschichte, die muss man sicher durchführen und doch für einen relativ kleinen Kreis an Tauchern. Und da gibt es also Verbände, die sich darauf spezialisiert haben, die da Ausbildungen im Bereich des Höhlentauchens durchführen. Da sind wir nicht eingestiegen. Okay. Du hattest vorhin kurz mal das Wort, den Stichpunkt Sicherheit mit ins Spiel geworfen. Jetzt diesen Ball spiele ich jetzt mal wahrscheinlich an der Stelle wieder zu Alex rüber. Sicherheit. Ich selbst bin unter anderem auch VDST-Mitglied, kein aktives, beziehungsweise nicht im Verein aktiv. Ich bin aus einem ganz bestimmten Grund VDST-Mitglied. Alex, könntest du mir vielleicht verraten, warum ich bei euch VDST-Mitglied bin? Wahrscheinlich wegen der Versicherung, weil der VDST in seiner Vereinsmitgliedschaft eine komplette Tauchunfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung und eine Auslandsreisekrankenversicherung anbietet. Die Auslandsreisekrankenversicherung ist übrigens so gut, dass man keine andere mehr braucht. Man kann die als alleinige Versicherung benutzen. Und das ist im Vereinsmitgliedsbeitrag schon mit drin. Das heißt, wenn man in einen Verein eintritt, dann ist man automatisch versichert, egal ob man jetzt am Vereinsleben teilnimmt oder nicht, und kann im Ausland tauchen und auch im Inland tauchen und ist bestens versichert. Muss ich tatsächlich an der Stelle mal kurz einschwenken, dass ich bis vor kurzem auch nicht wusste, wie groß das Paket überhaupt der VDST-Versicherung ist, inklusive der Auslandskrankenversicherung, die ich dann extra abgeschlossen habe, viele Male, bis ich irgendwann mal tatsächlich nachgelesen habe, was ich alles bekomme. Es ist noch nicht mal teuer. Für mich war es wie bei dir damals ein Grund, dass das Geld halt irgendwo doch zählt, um sich in eine Richtung zu bewegen. Aber das Besondere an unserer Versicherung ist ja eigentlich diese Hotline,
die wir haben. Dass du einfach als Taucher, wenn du auf der Welt irgendwo bist und ein Problem hast, was medizinischer Art ist, immer die Möglichkeit hast, 24 Stunden am Tag über eine Hotline Kontakt zu einem Taucherarzt in Deutschland aufzunehmen. Ne? Taucherärzte gibt es natürlich auch viele auf der Welt, aber wenn du dann in dem Problemfall irgendwo sitzt und auf Landessprache dich über ein tauchmedizinisches Problem verständigen sollst, kann es mitunter schwierig werden. Und bei unserer Hotline sind immer erfahrene Taucherärzte des VDSTs, die Bereitschaft sind, das sind eigentlich immer zwei, die dann in dem Fall aus der Ferne telefonische Beratung geben können, beziehungsweise auch organisatorische Beratung, was zum Beispiel, wo ist die nächste Druckkammer, wie kriege ich die aktiviert, was muss ich tun, damit die mich behandeln. Ne? Und das ist eben telefonisch machbar und diese Hotline und unsere Versicherung im Zusammenhang mit der Hotline haben wir letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert und die ist also jetzt gut 20 Jahre am Laufen und hat sich auf jeden Fall bewährt und ist wirklich ein Vorteil, den die VDST-Mitglieder, wenn es mal drauf ankommt, was wir ja alle nicht hoffen, aber wenn man mal drauf angewiesen ist, gut nutzen können. Das ist genau der Punkt, dass mit der Hotline, das ist jetzt auch eine Neuigkeit für mich gewesen, weil ich zum Glück noch nie drauf angewiesen war, aber auch habe ich wieder was dazu gelernt, wie gut ich doch eigentlich beim VDST aufgehoben bin. Jetzt haben wir an dieser Stelle, ich fasse mal ganz kurz zusammen für mich selbst und für euch, ob wir noch tatsächlich ein paar Punkte vergessen haben. Also neben der Geselligkeit und natürlich den Buddies, die zur Verfügung stehen, der guten Ausbildung, die ohne Druck stattfindet, dem Paket der Versicherungen, was wir noch im Hintergrund und Hinterkopf haben, unter anderem auch eine Kinderbetreuung, würde ich es mal fast sagen und nennen wollen. Wäre auch was für mich jetzt demnächst, wenn unser Kleiner größer wird. Was habe ich denn an dieser Stelle noch vergessen, was jetzt das größte oder was die größten Überzeugungsargumente für eine Mitgliedschaft im VDST wären? Also was man auch noch kriegt, ist, man kriegt das Konkurrenzmagazin zu tauchen. Man kriegt nämlich den VDSC Sporttaucher nach Hause geschickt. Und zahlt keinen Cent dazu an dieser Stelle, muss ich sagen. Keinen Cent dazu. Aber ich würde das jetzt gar nicht als Konkurrenz ansehen, sondern das ist ein Mitgliedermagazin, was halt über VDST-Themen berichtet und was aber auch Reiseberichte enthält, was, wie ich finde, sehr gut gemacht wird. Aber ich würde das jetzt wirklich nicht als Konkurrenz zu tauchen ansehen. Zumindest ich habe die Tauchen auch trotzdem noch abonniert. Sehr löblich. Und ich habe tatsächlich gerade heute aktuell den Sporttaucher in meinem Briefkasten gefunden. Den wollte ich jetzt gerade raussuchen. Das wäre nämlich eine wunderbare Überleitung gewesen zu auch einem sehr Da ist er. Aber er wird hier nicht richtig dargestellt. Doch, so. Ja, also man sieht genug. Also ich kann tatsächlich da gehen, nur das Heft da gehen. Das sieht man immer gut und überall. Ja, gut. Tatsächlich habe ich heute, wenn das jetzt mal die Punkte waren, die groben Punkte für die Überzeugungsarbeit, für die Mitgliedschaft im Verein, dann würde ich gern mal zu einem anderen Thema noch umschwenken, was ich unter anderem heute tatsächlich im Sporttaucher gelesen habe auf einer Doppelseite. Und zwar ist das grobe Stichwort jetzt in unsere Runde geworfen, GDL. Habe ich das richtig ausgesprochen? Nee, man spricht immer gerne von Abkürzungen, aber tatsächlich heißt das Ding German Diver License. GDL. Und ist einfach der englisch übersetzte Begriff für deutsches Tauchsportabzeichen. An dieser Stelle muss ich mich selbst korrigieren. GDL ist ja, glaube ich, die Gewerkschaft der deutschen Lokführer, nicht wahr? Auch das. Vielleicht findet man noch mehr Abkürzungen. Letztendlich ist das ein Brevet, da kann Hagen gleich noch mehr über die Inhalte erzählen, was einfach international gültig ist, aber eben mehr oder weniger die englische oder internationale Übersetzung unseres guten alten Tauchsportabzeichens ist. Warum musste dem Kind an der Stelle ein neuer Name gegeben werden? Warum hat man es nicht als Tauchsportabzeichen belassen? Jetzt mal in den Raum gestellt, die Frage, die Unwissende. Vielleicht kann ich ja dazu mal eine Folie einblenden. Sehr gern. Ich sehe sie jetzt nicht. Seht ihr jetzt den? Also wir sehen die Folie, aber du müsstest, es wäre vielleicht, schau mal, ob du auf genau. Bildschirmpräsentation drücken könntest. Genau, perfekt. Ja.
Ja, also hast du richtig gelesen, ist der im heutigen Sporttaucher der erste Artikel zur German Diver License erschienen. Die Frage, warum haben wir diese German Diver License eingeführt? Alex hat das schon jetzt in Ansätzen ja kurz genannt. Wir haben damit versucht oder haben damit jetzt ein internationales Brevet, was wir weltweit ausbilden und revidieren können, unabhängig davon, woher die Tauchschüler kommen. Das war vorher nicht ganz so möglich. Gerade mit den CMS-Brevets gab es da gewisse Einschränkungen. Das können wir jetzt mit der German Diver License anbieten, also weltweite Ausbildung, die auch noch nach der EOF zertifiziert ist, also abgenommen ist, ein Qualitätssiegel hat und was auf unseren Tauchbasen, die wir ja als VDST Dive Center bezeichnen, wo wir auch viele von haben, weltweit ausbilden können. Das Merkmal ist, dass wir... Hagen, lass mich ganz kurz für die Zuschauer tatsächlich, weil wenn es tatsächlich OWD ausgebildete Zuschauer sind, beziehungsweise Zuhörer, für mich in der Übersetzung, ganz kurz nur, bedeutet das, ich kann weltweit auf eine Tauchbasis fahren, wo ein VDST-Tauchlehrer beispielsweise arbeitet. Genau. Und dieser dürfte mir dann oder würde mir dann als Advanced Nitrox ein entsprechendes GDL-Brevet ausstellen dürfen können. Der darf dir dann dein GDL-Brevet ausstellen. Und diese GDL-Brevets sind eben auch vorhanden vom Kindertauchen, also von den Anfängern bis hin zum TL1, 2, 3 oder für die verschiedenen Mischgase kannst du Brevets erwerben. Also alles, was vorher auch schon im Rahmen des deutschen Tauchsportsabzeichen ausgebildet werden konnte und auch wurde hier in Deutschland, kannst du jetzt im Rahmen der German Diver License weltweit von VDST-Tauchlehrern eine Ausbildung erhalten. Ne? Das ist eben an den VDST-Ausbilder gebunden. Und die Inhalte sind natürlich und die Qualitätsanforderungen des deutschen Tauchsportsabzeichens sind natürlich nach wie vor erhalten geblieben. Okay, an der Stelle muss ich für mich sagen, ich muss es wieder auf mich runter, also auf dem wirklichsten Low-Level runterbrechen. Ihr habt dem Kind einfach einen anderen Namen gegeben. Wir haben dem Kind einen internationalen Namen gegeben, um international da das verständlicher zu machen. Das inhaltlich haben wir natürlich nichts, keine Abstriche gemacht. Das ist die gleiche Qualität, die wir vorher in der Ausbildung hochgehalten haben, halten wir jetzt natürlich auch mit der German Diver License hoch. Steckt da nicht auch eine leichte Gefahr dahinter, dass man tatsächlich das Gütezeichen deutsche Sporttauchabzeichen ein bisschen, dass eben das Gütezeichen verloren geht, weil GDL, also ein German Diver License erstmal zu etablieren, ist natürlich, kann ich mir vorstellen, relativ schwierig, wenn da jetzt wirklich was Neues kommt gegenüber was anderem, was schon seit Jahrzehnten da ist. Na, ich glaube nicht. Das hat verschiedene Gründe. Das deutsche Tauchsportabzeichen, das ist natürlich bekannt, aber in erster Linie in Deutschland. Ne? Mhm. Wenn du irgendwo in der Welt sagst, deutsches Tauchsportabzeichen, na gut, verstehen sie oder verstehen sie nicht. Jetzt haben wir da eine englische Bezeichnung, die dann auch entsprechend übersetzt ist, also zum DTSA. Und das deutsche Tauchsportabzeichen geht auch nicht verloren, auch nicht, wenn du so ein Brevet als GDL-Brevet in der Hand hältst. Das ist natürlich jetzt ein bisschen klein hier, aber auf den Karten, die sind alle zweizeilig, da hast du oben in dein German Diver License Brevet in der ersten Zeile und darunter hast du immer noch die bis jetzt gängige Bezeichnung, die im Rahmen des deutschen Tauchsportsabzeichens bisher gängig war. Ne? Also das bleibt beides erhalten, ist auch beides auf den Brevets, da geht keiner verloren, da nehmen wir eigentlich alle mit, sowohl die, die bei uns in Deutschland in den Vereinen mit dem DTSA groß geworden sind, als auch wenn wir international unterwegs sind und dann die German Diver License als Brevet auf den Tisch legen. Würde im Umkehrschluss bedeuten tatsächlich, wenn ich meine Tochter jetzt in Deutschland zur Tauchbasis schicke, die ist jetzt 14 Jahre alt und die macht ein Brevet,
ein VDST-Brevet, würde sie eine German Diver License kriegen. Richtig? Da würde sie eine German Diver License kriegen, auf der auch der Name des deutschen Tauchsportabzeichens steht. Je nachdem, welche Brevetstufe sie dann tatsächlich ausgebildet wurde. Gut, für mich an der Stelle soweit verständlich. Es ist tatsächlich mal eine wirkliche tatsächliche Neuerung, nicht wie bei manchem Hersteller nur eine andere Anzugfarbe, sondern, das ist es ja eigentlich. Es ist ja eigentlich das, was ihr auch schon immer hattet, bloß mit einem neuen Namen drauf. Ja, es ist nicht nur ein neuer Name, weil eben, wie gesagt, gerade diese Internationalisierung, das ist tatsächlich dann auch eine funktionale Neuerung. Also wir können die German Diver License auf ausländischen Tauchbasen auch an Ausländer verkaufen. Ging früher mit dem CEMAS-Brevet nicht, weil wir sind ja Föderation für Deutschland und können dann in Deutschland CEMAS-Brevets ausstellen, aber nicht im Ausland. Mit der German Diver License können wir das jetzt auch im Ausland. Jetzt wird aber mir, ihr habt das mit Garantie schon erzählt, aber jetzt wird es mir tatsächlich faktisch nochmal klarer. Also wenn jetzt zum Beispiel Rodriguez aus Spanien kommt und an der spanischen VDST-Basis eine Tauchbrevet macht bei seinem VDST, beim TL, dann kann er tatsächlich auch eine German Diver License kriegen, die es vorher halt für ihn nicht gegeben hätte, das TDSA. Ja. Genau. Neben dem GDL gibt es für 2021 beim VDST oder beziehungsweise bei euch persönlich in euren Landestauchsportverbänden oder in irgendeiner Form auf Bundesebene noch Neuerungen, die erwähnenswert wären? Ja, was haben wir Neues in diesem Jahr? Wir haben einen neuen Spezialkurs in unseren Ordnungen etabliert, eingeführt, den wir ab jetzt auch ausbilden werden. Und zwar ist das der Spezialkurs Tauchbegleiter Disabled Diver, so heißt er. Ist also der Tauchbegleiter für das Tauchen mit Menschen mit Behinderung. Also ich hatte ja vorhin gesagt, das Spektrum der Taucher, die bei uns in den Vereinen kommen können und den Tauchsport ausüben, ist sehr weit, von ganz jung bis alt und so in den verschiedensten Richtungen. Und da haben wir natürlich auch an Menschen mit Behinderung gedacht. Warum sollen die nicht auch mal den Kopf ins Wasser stecken? Oftmals, gerade wenn die Bewegung an Land sehr schwer ist, durch das Gewicht, durch die Schwerkraft, ist die im Wasser wesentlich leichter und verschafft gerade an dieser Stelle dem einen oder anderen doch eine ganz andere Wahrnehmung, ganz anderes Körpergefühl, Bewegungsmöglichkeiten. Das Tauchen mit Menschen mit Behinderung haben wir auch schon lange im Verband neu eingeführt, wie gesagt, den Tauchbegleiter, um solche Tauchgänge dann für alle Beteiligten auch sicher durchführen zu können. Dieser Tauchbegleiter ist von den Voraussetzungen an einen 2-Stern-Taucher gebunden, also an den Advanced Sports Diver beziehungsweise an DTSA 2-Stern. Das ist eine relativ niedrige Einstiegshöhe, sage ich mal, den 2-Stern-Taucher da zu fordern. Es ist wie die anderen Spezialkurse auch ein 2-tägiges Ausbildungswochenende, in deren Folge man dann den Spezialkurs Qualifikation erreichen kann. Und diese Tauchgänge mit ausgebildeten Tauchern mit Behinderung auch begleiten kann, um diese entsprechend absichern zu können. Ne? Damit im Zusammenhang stehen ein paar Umstrukturierungen, die wir in unserer Ausbildungsordnung vorgenommen haben. Wir haben die praktischen Übungen, die wir beim Tauchschein für Menschen mit Behinderung durchführen, den aktuellen Übungen, die auch im DTSA-Bereich gängig sind, angepasst. Das war nach einer längeren Zeitraum, wo da nichts passiert ist, einfach mal wieder notwendig, das aufeinander abzustimmen und an die wirklich aktuellen Geflogenheiten anzupassen. Und wir haben natürlich dann den Tauchbegleiter auch in die Tauchgruppenstruktur beziehungsweise in die Ausbilderqualifikation mit eingebaut, sodass es da jetzt auch... An welcher Stelle steht der dann? Der Tauchbegleiter ist... zum Beispiel in der Ausbildung immer notwendig, wenn wir einen Menschen mit Behinderung ausbilden wollen. Natürlich macht die Ausbildung ein Ausbilder, also sprich ein Tauchlehrer. Aber gerade wenn eben Bewegungseinschränkungen sind, wenn derjenige im Rollstuhl sitzt, wenn
die Sicht eingeschränkt ist, braucht er immer, sage ich mal, noch eine dritte Hand. Und die dritte Hand ist an dieser Stelle dann der Tauchbegleiter. Das wäre der eine Punkt, den ich dir nennen kann. Tauchbegleiter ist dann der Ausbildungsweg zum Tauchlehrer für einen Disabled Diver dann automatisch gleich kürzer? Nein, der ist nicht kürzer. Der Weg zum Tauchlehrer ist ganz normal über den normalen Gerätetauchlehrer. Also du wirst ganz normal Tauchlehrer im VDST auf dem ganz normalen Weg. Da ist auch nichts kürzer oder länger. Und wenn du dann Tauchlehrer im VDST bist, kannst du über zwei Weiterbildungsmodule dich zum Tauchlehrer für das Tauchen mit behinderten Menschen weiterqualifizieren. Das ist eigentlich für den normalen Tauchlehrer eine Zusatzausbildung. Diese Zusatzausbildung gibt es auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Nitrox-Tauchlehrer kannst du werden. Oder ganz neu in 2021, wenn ich das noch kurz erläutern kann, haben wir den Kindertauchlehrer eingeführt. Das macht den Kreis wieder rund zur Jugendausbildung und die Basis für jeden Verein. Ja, sehr schön. Ja, der Kindertauchlehrer ist für uns ein ganz wichtiges Element, um eben im Bereich der Jugend eine qualifizierte Ausbildung durchführen zu können, die sich an den Regeln des DOSB und der CMRS orientiert. Ne, weil Tauchen mit Kindern ist nicht einfach nur, dass alles kleiner ist. Ne. Kinder sind nicht einfach nur kleine Erwachsene, sondern die haben viele Eigenheiten, die wir beachten müssen. Sei es die Auskühlung, sei es das Verständnis für physikalische Zusammenhänge und so weiter. Also da muss man doch einiges beachten. Das Gewässer muss passen. Ne. In so einem kalten Steinbruch auf 20 Meter wird sich nie ein Kind wohlfühlen. Die Ausrüstung muss passen, wenn der Anzug 3 Nummern zu groß ist, weil der Opa den Grad oder der Vater den Grad übrig hat und man nach 2 Minuten friert, ist das auch nicht so ideal. Und natürlich das Verhältnis zum Ausbilder muss passen. Und das haben wir jetzt in der Kindertauchlehrerausbildung, die ebenso wie eben die Ausbildung, die ich im Tauchlehrer für Menschen mit Behinderung beschrieben habe, eine Weiterausbildung zum Beispiel eines regulären Tauchlehrers ist, die man also zusätzlich erwerben kann. Okay, das heißt, es gibt nicht die Stufe, ich bin mein 3 Sternen und mache dann den Tauchlehrer, sondern speziell nur für Kindertauchlehrer, sondern tatsächlich muss die normale Stufe gehen, bis zum Tauchlehrer und werde dann on top Kindertauchlehrer. Genau, du machst deinen ganz normalen Gerätetauchlehrer und kannst dann an einer Weiterbildung zum VDSC Kindertauchlehrer teilnehmen, die in Theorie und Praxis stattfindet, also Praxis mit Kindern. Das ist nicht nur, dass du dann ein paar theoretische Dinge lernst, sondern du gehst dann schon unter Aufsicht mit Kindern ins Wasser. Mhm. Diese Ausbildung findet bundesweit einheitlich nach einheitlichen Ausbildungsrichtlinien an einem Wochenende statt. Das ist also eine Wochenendausbildung. Und im Fokus stehen eben die Dinge, die ich vorhin schon angesprochen hatte, die Kindertauchausbildung im Freiwasser, ne, weil das ist das Entscheidende. Ne, und man kann den SK Tauchen mit Kindern auch ausbilden als Kindertauchlehrer. Und ganz wichtig ist eben die spezielle Tauchmedizin, die für Kinder doch ein bisschen anders ist und das Kindeswohl, was bei uns im Fokus steht. Finde ich persönlich tatsächlich an dieser Stelle eine absolut klasse Sache. Weil tatsächlich, ich bin ja selbst auch Tauchlehrer halt von einem kommerziellen Verband, habe auch schon Kinder ausgebildet, aber tatsächlich ohne den Background tatsächlich eine spezielle Fokussierung auf Tauchmedizin beispielsweise, was das jetzt angeht oder das tatsächlich, was denn so zu beachten wäre. Schöner Ansatz, finde ich gut. Schöner Ansatz und finde ich gut, ist vielleicht auch mein gesamtes Fazit zum VDST. Ich hoffe, liebe Zuschauer, wir konnten mit ein paar Klischees hier aufräumen, haben gezeigt, dass es tatsächlich der VDST mehr als nur ein Verein ist. Das perfekte Schlusswort hat uns Ann-Kathrin eigentlich schon vorhin geliefert. Ich möchte mich an der Stelle erstmal kurz bei Hagen, Alexander und Ann-Kathrin bedanken. Sage unseren Zuschauern, wer mehr über den VDST erfahren will, schaut am besten mal auf der vdst.de-Seite, ist das richtig? Der VDST.de sei danach. Es gibt dann auch eine wunderbare Auflistung vom nächsten Verein. Also fast jede größere Stadt, muss ich an der Stelle sagen, hat einen VDST-Verband bzw. Verein.
kann man sich informieren. Über alle, viele andere Sachen natürlich auch noch. Und ich würde gerne an dieser Stelle neben den Dank an euch das Schlusswort wieder an Ann-Kathrin geben, weil das hat sie vorhin so schön gesagt. Ich hoffe, sie kann sich noch erinnern, was ich gemeint habe. Und mit diesem Schlusswort würde ich dann gerne aussteigen. Ich danke euch erstmal, wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ann-Kathrin, dein Happy End. Ach, jetzt muss ich nochmal die Worte von eben finden. Ja, also eben, dass der Verein für uns eben mehr ist und eben gerade die Gemeinschaft, das Aufmachen, das Tauchen, eben vor allem gemeinsam mit anderen zusammen am meisten Spaß machen, das auch, was uns eben ausmacht. Perfektes Schlusswort, obwohl ich es dir jetzt wieder geklaut habe. Ich wünsche euch was und bedanke mich für das Gespräch. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen, Dankeschön. Haut zusammen.